So, Hallöchen, ihr Lieben. Ich spreche heute mal ein bisschen leiser. Mein Mann geht's nicht so gut, der schläft gerade. Hallo Natsumi, du bist wieder die Erste. Schön. Hallöchen. Ja, wenn meine Katze hier nicht mehr im Raum schläft, dann mache ich auch die Tür zu, dann spreche ich ein bisschen lauter. Schön, dass du schon mal da bist. Bist immer die Nummer eins. Ja, wir machen heute Bud Spencer Terence Hill, es sei denn, ihr möchtet was anderes sehen. Ich werde gleich eine Abstimmung machen, wenn alle da sind. Hallo Anni! So, erstmal alle reintrudeln lassen hier. Guten Abend, Rina! Ja, wir gucken mal. Ich schmeiß mal ein bisschen Musik an. Mein Mann schläft. Dem geht's heute nicht so gut. Aber macht ja alles nix. Wir machen trotzdem weiter, ne? Ja, guten Abend, Jessie. Ja, ich würde jetzt hier die Arbeitszimmer gerne zumachen, die Tür. Aber Katze liegt auf dem Stuhl. Ich zeige euch das Ganze mal. Moment. Hallo? Lilly? Nö, reagiert nicht. Das war Mieze Katze. So. Mir geht's soweit ganz gut, ja. Ich kann nicht meckern. Bin ein bisschen müde heute, aber das wird sich gleich legen. Ich werde mir gleich noch schnell was zu trinken machen. Ich hoffe, ihr haltet durch ohne mich. Ein paar Minütchen. Ich werde mir mal eben was zu trinken machen, ne? Weil Durst und so. Was? Irgendwas ist doch anders bei dir da, Anni. Ja, das Bild. Und ich bin mal geschminkt. Sonst ist nichts anders. Das Regal sieht man ein bisschen mehr heute. Die LED-Lichter kommen noch dran. Ui, du Granate. Ja, seltener Augenblick. Ich habe sonst nie Wimperntusche drauf. Aber heute wollte ich mal. Hatte ich Bock drauf. Ja, so. Hallo Mara, hallo Betty. Mir geht's soweit gut. Ich muss mir nur schnell was zu trinken machen. Ich brauche mal so 2, 3 Minütchen. Moment. Haltet durch, bleibt hier. Geht mir, rennt mir nicht weg. Ich hab Durst. Da bin ich wieder. Huch. Habe ich was verpasst? So. Ja, ich bin nicht jetzt riesengroß geschminkt. Ich habe nur Wimperntusche drauf, ne? Also mehr nicht. Aber das macht schon viel aus, ne? So dichte Wimpern macht schon viel aus. Du stickst ja viel Spaß. So, ich werde jetzt eine kleine Umfrage machen und ihr könnt darauf reagieren mit euren Kanalpunkten, mit den Bits. Ich werde das jetzt mal eben. Guten Abend. Hallo Walli, hallo Xiang. Ja. So, ich lasse erstmal alle eintrudeln und werde mal die Abstimmung fertig machen. ja, ich bin heute so ein bisschen querbeet, aber das macht ja nichts. Ihr seid ja alle so. Moment. Ich habe nämlich hier ein bisschen was umgeändert. Ach, ich bin mit der Maus dran, die gar nicht mehr angeschlossen ist. Seht ihr? Okay, also, wenn ich jetzt da drüben hingucke, nicht wundern. Ich suche gerade den Mauszeiger. Ah, da. Okay. So, wir machen heute auf jeden Fall 2 bis 3 Stunden. Ne, ich habe jetzt die letzten beiden Streams ausfallen lassen, weil es mir nicht so gut ging. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's so gut. Ne, es ist jetzt Wochenende. Hoch die Hände. Mir geht's heute gut. Diamond Painter 2009. Mir geht's heute sehr gut. Hallo Benjamin, guten Abend. Schön, dass die Hütte wieder so voll wird hier. Das ist ja mal herrlich. Möchte einer Nippon? Kennt ihr das? Warte mal. Hashtag keine Werbung. Lecker. Warte mal.
werde ich zwischendurch mal naschen. Ohne Mikro an. Black Baroness, was hast du gespendet? Wieso? Petra, du hättest nutzen können, say hi. Das ist jetzt ganz neu auf meinem Profil. Da wäre die Nachricht wenigstens vorgelesen worden. Da hättest du eine schöne Nachricht mit Spenden. Also mit den Spenden. Ja? Probier das mal aus, wenn du das nächste Mal vorhast, irgendwie mir Bits rüber zu schieben. Weil es gibt jetzt die Funktion Say Hi auf meinem Kanal. Da unten irgendwo ist dieses Kästchen. Da klickst du drauf, spendest gleichzeitig Bits und dann wird eine Nachricht vorgelesen, die du hinterlässt. Weil das ist nämlich witzig. Dann hast du wenigstens was davon. Mua, Dankeschön. Bist ein Engel, davon kann ich mir noch ein paar Nippots kaufen. Bits sind Cent. Also, ich glaube, ein Bits ist 10 Cent, 1 Cent, ich weiß es nicht. Und das ist wie Trinkgeld für mich. So von wegen, hier, machst du gut. Es sind ein paar Cent. Jeder Bit ist, glaube ich, 1 bis 10 Cent. Ich habe null Plan. Oh, da ist die Kamera. Sieben Tüte Frösche. Lecker. Die wären bei mir schon weg. Und zwar... Sortiert habe ich schon. Aha. Das ist Rapunzel. Das ist bis hier oben hin schon fertig. Kommt gut raus, oder? Was sagt ihr? Außerdem, ich zeige euch mal. Von wegen, du willst nicht sortieren, Dani. Moment. 180 Farben. Welche Größe ist das Rapunzel? 40 mal 50. Und ich habe es von GBFKI. Gibt es aber auch bei New Homie, Fancells. Gibt es eigentlich überall. Ja. So, wir haben hier den Koffer voll. Hallöchen, Lena. Guten Abend. Und wir haben... ich habe also sortiert. Vorgestern Nacht. Da sind auch nochmal 80 Farben drin. Der Koffer ist geil, ne? Ja. 80 hier, 100 da drüben in dem Plastik. Das sind 80. Und das sind 100. Insgesamt 180. Ja, der ist toll, ne? Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Ich glaube, Everyday Deals oder... Dann öffnen wir einfach mal das Feld. Feld Nummer 1. Ist immer toll, wenn man das allererste Feld öffnet, ne? Kennt ihr das Gefühl? So. So, ich lege das Lineal an. Weiß. So. Mal 80, 180 Farben. Ja, heute geht's los. Bild ist auch groß. 80 mal 80 ist ja eine Größe, die ich selten painte. Die Zeit, die ich vorher gepaintet habe, war 60 mal 80. Also ich werde da schon ein paar Monate für brauchen jetzt, ne? So. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier den Lichtbett anmache. Das Lineal bringt insofern was. Ich habe hier keine Raster am Bild. Und ich fange gerne gerade an. Ja. Dadurch, dass ich keine Raster habe, ist es besser, am Anfang ein Lineal zu legen. Und dann hat man den Grundstein gelegt. So. Frische Erdbeeren. Hm? Bringst du mir welche vorbei? Lecker Smecker. So. Ich brauche das Lichtbett. Ich bin blind. Das Lichtbett ist zwar hier drunter, aber... ist jetzt ein bisschen blöd. So. Moment.
Ja, wieso? Du siehst in den Chat, wo du reinschreibst. Heute mal alles etwas anders. Also ein bisschen Veränderung muss ja auch mal sein, ne? So. Macht euch was Leckeres zu essen. Lehnt euch zurück. Es geht los. Es geht los. Ich schiebe euch mal ein bisschen näher ran zu mir. Boah, seht ihr, wie gut die sich legen lassen? Oh, ihr seht gar nichts. Na, super. Seht ihr, wie gut das sich legen lässt? Nee. Ah, schön. So. Man darf auch nicht zu eng legen. Man darf sie nur kuscheln lassen, die Steinchen. So. Ja, die liegen super, die Steine. Kann man bis jetzt echt nichts sagen. Ich zeig's dir mal. Das ist nämlich dieses, was viele haben. Die denken dann, boah, die Steine liegen scheiße. Aber wenn das Lightpad aus ist, alles aus rein. Diese Lücken müssen sein, besser als ploppen. Ich zeig dir das mal hier ein bisschen näher. Und da mache ich jetzt mal kurz hier. Ja, Duisburg ist über 100. Meine Eltern leben ja auch da. Und dann ist echt beschissen. Ja, ich sag's, wie es ist. Corona ist blöd. So, ein bisschen den Laptop wieder nach hinten schieben. So. Da seht ihr, ich gehe mal näher ran. Hoppala. Seht ihr? Jetzt ist das Lineal ein bisschen verrutscht. Die haben, wenn man das Licht aus hat, keine Lücken mehr. Die liegen schön nebeneinander. Wenn man das Lightbett anmacht, natürlich sieht man da durchscheinen. Das ist ganz normal. Ja. Ja, mit dem Lichtpad sieht das immer extrem aus. Da hast du recht, Liderna. Da hast du recht. So ging es mir am Anfang auch. Ich habe gedacht, boah, nee. Was ist das? Halbe Bild aus weißen Steinen besteht. Und die Gesichter erst da vorne anfangen, so da hinten so. Na, hallo Lilly. Mein Mäuschen, ich zeig dich mal, komm. Hallo, mein Schatz. Komm mal her. Komm mal hier, mein Schatzi. Jo, hoppala. Na, sag mal hallo. Schöne Grüße von Lilly. Mein Schatz. Pipi. Ja, jetzt wudelt sie um mich rum. So, ich mach mal weiter mit dem Bild. Ich hab da Bock drauf. Ich mach jetzt mal hier die Tür zu. Die Lilly ist gerade aus der Tür raus. So, da bin ich wieder. Meine Schnuggis, da bin ich wieder. Ja. Ich habe der Kleinen noch was zu trinken frisch gegeben und noch ein bisschen was. Moment, meine Haare. Oh. Stört mich ein Haar. Okay. Ich habe die Katze gerade aus dem Zimmer geleitet und ihr noch ein bisschen Pastete zum Schlecken gegeben. Die mag diese. Diese Schläuche mit der Paste drin. Und ich habe nebenbei noch... Ich schiebe euch mal wieder ein bisschen zu mir. Mir geht's heute soweit gut. Wie ihr sehen könnt, ich kann lächeln. Ich freue mich, dass ich euch wieder sehe. Die letzten Tage brauchte ich einfach eine Auszeit. Ich habe keine YouTube-Videos online gestellt, 2 Tage lang. Ich habe keine Streams gemacht. Die habe ich ausfallen lassen 2-mal. Ja, ich bin glücklich, wenn ihr bei mir seid und im Stream aktiv seid. Damit macht ihr mich schon so glücklich, ja? Ich brauche keine 100.000 Euros. Ich brauche nur euch. Ja. Ihr macht mich schon glücklich, wenn da 49 Zuschauer jetzt gerade da sind. Und wenn es nur 10 gewesen wären, wäre auch okay. Hauptsache gemütliche Runde. Ich glaube auch, weil ich so kleine Füße... Ich auch, Tanja. Ich habe Größe 35. Mein Mann hat die letzten Schuhe in der Größe heute gekriegt. Und der war um 10 Uhr da einkaufen, ne? Viertelstunde Zeit hatte er. So. Hä? Mach einfach. Was denn? Was soll ich einfach machen? Hä? Sarah Schweizer. Danke für den Bit. Das ist süß. Dankeschön. Ach so. Falscher Chat. Du bist schon die zweite, die heute im falschen Chat was schreibt. Was ist denn los mit euch, Leute? 1,49 cm. Ach, ihr seid vielleicht süß, ey.
Ihr seid vielleicht süß. So klein und zierlich. So, ich brauche doch mein Lichtpad. Ich muss ein bisschen Licht haben, glaube ich. Ja, alle sehr klein, ne? So. Stuhl ein bisschen tiefer gemacht. Ach, ihr seid so knuffig. Ja, aber die Steine legen sich richtig, richtig schön. Sogar noch besser als bei der Zeit. Also ich bin total geflasht. Ich muss halt mal ein bisschen... So, das Licht ist halt blöd. So, ich zeige mal ein bisschen Schatten, dann seht ihr die... Ja, egal. Ich zeige euch die Steine gleich, wenn ich ein paar Reihen fertig habe. Perfekt. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ja, ihr seid noch da, meine Süßen. Meine Süßen. Es geht weiter. Wie bist du zum Painten gekommen? Gute Frage. Also ich habe 2019 auf YouTube nach Hobbys gesucht. Irgendwie nach kreativen Hobbys. Wie Häkeln und so ein Krams. Und irgendwie bin ich da auf Nadine gekommen, die ja auch YouTube-Videos macht. Und habe mir die angeguckt, habe die Unboxings gesehen. Damals hatte ich noch für AliExpress angeboxt. Nicht für Diamond Painting Deutschland, sondern für AliExpress. Und da hatte ich so Lust, mir selber Bilder zuzulegen. Da habe ich mir zum Geburtstag einfach Bilder gewünscht. Und seitdem bin ich der Sucht verfallen. Seitdem bin ich nicht mehr zu retten. Ja, Arschkarte. So. Ich habe ja auch schon gesagt, also ich liebe ja eckige Steine. Unglaublich. Ich bin total verliebt in eckige Steine. Sobald ich ein Bild auspacke, was eckige Steine hat, fange ich an zu quieken in meinen Videos. Habt ihr das schon mal festgestellt? Immer wenn ich dann auspacke, quietsch ich wie ein kleines Kind, wenn ich die eckigen Steine sehe. Das kommt immer öfter vor. Hm. Ja. Ja, ich liebe auch Unboxings. Von der Heidi und der Pinky und der Rina. Die gucke ich total gerne. Ich liebe es. Ich liebe es. Und von der Janine natürlich auch. Ja, die gucke ich ja auch regelmäßig. Das Schöne ist, wenn man Unboxings sieht, dann sieht man... Oh, das Bild ist aber toll. Das habe ich noch gar nicht. Ne, geht's euch da auch immer so? So von wegen... Boah, ne, das habe ich noch gar nicht. Petra? Ab auf die stille Treppe. Oh, Petra. Danke. Oh, du bist so süß. Danke, 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 Petra. Mein Gott, ich könnte dich knutschen. Wahnsinn. 2000 Bits, ja, bist du wahnsinnig, ey. Hammer. Nee, aber das ist immer so. Wenn man dann Unboxing sieht, dann denkt man, boah, das sind vielleicht Farben. Hätte ich auch gerne. Und gerade dann sind die Dinger ausverkauft. Ich painte schon 2 Jahre, das ist unfassbar. Ihr müsst mal überlegen, vor 2 Jahren sah mein Zimmer in der alten Wohnung sehr klein aus. Ich hatte gerade mal 2 Bilder. Einmal so ein Strandbild mit Steg und einmal die Pusteblumen. Genau. In klein, in 30x40. Ich sag euch, ich hatte 2 Bilder und das Zimmer war leer. Ja. Der Vergleich nach 2 Jahren. 2 dicke Regale voll. Noch ein Regal voll. Und 2 Schreibtische, dann noch ein Schubladenschrank und noch ein Schubladenrollschrank. Übrigens, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, dieses Schiffchen ist auch von Diamond Painting mit Herz. Ja? Ich hatte eigentlich gedacht, ihr wählt die Schublade hier aus. Aber nein! Ihr wollt den Buddy. Und ab nächste Woche sind im Hintergrund die LED-Lichter angebracht. Das heißt, ihr habt dann hier schön lila, blaue, rosa Beleuchtung mit total schöne Lichter. Ihr habt ja letzte Woche gesehen, dass ich LED-Lichter von meinem Mann geschenkt bekommen habe. Die werden wir anbringen. Dieser Schreibtisch, der jetzt hier steht, steht dann da vorne. Und im Hintergrund habt ihr dann mein Regal komplett. Und an das Regal kommen immer andere Hintergründe. Ich werde...
von New Homie Hintergrundbilder präsentieren. Lasst euch mal überraschen. So Mandala-Tücher, riesengroße. Oder eine Mauer, die bunt ist. Und dahinter diese schönen LED-Lichter. Oh, das wird was. Sieht's doch sehr, sehr gut aus, oder? Und ich bin eine kleine Sabbelbacke, ich weiß. Aber dafür mögt ihr mich doch. Hört doch auf. Ihr habt mich doch lieb. Ich weiß das. So. Und deshalb habe ich so laut gesprochen. Tut mir leid. Ich rede jetzt ein bisschen entspannter und leiser. Voll lecker. Jedes Jahr zu Ostern kriege ich das von meinem Mann. Wird mir mal so ein Sticken. Ich sticke nur eine Farbe. Sticken will ich demnächst auch mal probieren, ja? Und, wie heißt es? Na, Filzen will ich auch probieren. Hm. Oh, lecker. Esspapier. Und es tut mir auch nochmal leid, dass ich zwei Videos habe ausfallen lassen, aber manchmal hat man so Tage, wo es einem einfach nicht gut geht. Ja? Meine Psyche hat mir so einen kleinen Streich gespielt, da ging es mir einfach nicht gut. Numeria ist wach. Mal kurz Würmchen verteilen. Was? Was ich euch noch sagen wollte, auf YouTube wurde sich beschwert, dass ich zu viel Werbung schalte in meinen Videos. Das Ding ist, ich habe in meinen Videos am Anfang eine Werbung drin, in der Mitte eine Werbung drin und am Ende. Und das hat einen Grund. Ich schalte Werbung, weil ich damit ein paar Cent verdiene. Ich verdiene einen Cent pro Klick. Ja, einen Cent. Und wenn sich dann beschwert wird, dass ich drei Werbungen in meinem Video schalte, was 20 Minuten geht, ist das schon echt schade. Es ist mir nicht mal ein Cent gegönnt. Und die Werbung kann man ja überspringen. So ist es nicht, ne? Also jeden, den es stört, dass ich drei Werbungen drin habe, es tut mir furchtbar leid. Aber ich verdiene damit meine Brötchen. Ja, ein Cent pro Klick. Und deshalb habe ich drei Werbungen drin, damit ich 3 Cent pro Klick verdiene. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, falls diejenige hier gerade im Hintergrund zuschaut. Ne. Ich habe auch jetzt weniger Werbung reingehauen. Ich hatte letztens 4 Werbungen drin. Jetzt habe ich wieder 3 drin. Aber es gibt Menschen, die haben alle 2 Minuten eine Werbung reingeknallt. Und da sagt keiner was, komischerweise auf YouTube. In ihre Streams, die sie hochgeladen haben, alle 2 Minuten Werbung. Ne? Und darunter wird sie nicht beschwert. Und in meinem Fall ist es sehr gut, weil ich kann nicht mehr richtig arbeiten. Wie ihr zum Teil wisst, bin ich erkrankt. Habe dadurch Gelenkschmerzen, muss immer mit einem Rollator zum Einkaufen. Und wenn ich dann hier die Möglichkeit kriege, Geld zu verdienen mit YouTube und Twitch, ist das für mich ein Traum, der in Erfüllung geht. Ich bin endlich wieder gebraucht. Ich kann arbeiten. Ich habe Spaß, ja. Ja, Heidi, das stimmt. Bei Lovecraft Love. Mimeli, danke für die 10 Bits. Dankeschön. Ja, mir wird auch immer gesagt, ich wäre neidisch auf andere. Aber ich bin ganz und gar nicht neidisch. Ach ja. Alles so chillig heute. Ja, die Emotes sind gut, ne? Obala. Ich muss sagen, tschüss, habe ich bisher nur liebe Leute getroffen. Ja, das stimmt. Alles sehr, sehr entspannt. Und keiner ist neidisch auf den anderen. Jeder gönnt dem anderen den Pfennig. Wisst ihr, wie ich meine? Zum Beispiel, wenn man dann zum anderen Streamer hostet. Also mit den ganzen Leuten zum anderen Streamer rübergeht. Oh, Tamara, vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Und ich muss mal gucken. Ich habe die 300 Follower endlich erreicht. Ist das schön. Ja, habe ich vorhin gesagt, ich habe die 300 geschafft. Ich bin bei 301 Follower. Oder 302, 301, irgendwie sowas. Innerhalb von 3 Wochen.
von 3 Wochen. Wahnsinn. So, ich trinke mal ein Schlückskin. Ah. Ja, hier auf Twitch ging es sehr, sehr schnell mit den Followern. Da ging es wirklich flott. Aber von den 300 schauen immer nur 50 zu. Also abwechselnd. Manche gehen raus, da kommt der nächste wieder rein. Und am Mittwoch machen wir ein Just Chatting, ne? Also nicht hauptsächlich Diamond Painten, sondern wir quatschen. Und machen bestimmte Aktionen und Themen und Abstimmungen und Umfragen. Ja, es wird lustig am Mittwoch. Ich überlege mir da was Feines und mache die LED-Lichter dran. Oho! Gut, dann painten wir jetzt mal gemeinsam weiter, wa? Ich will ja auch noch was schaffen hier mit euch. Ich bin auch fit. Definitiv bin ich fit. Und wenn ich um 11 Uhr sage, okay, ich mache noch eine halbe Stunde, dann mache ich noch eine halbe Stunde und danach werden wir jemanden überraschen. Ja. So. Schawuk, schawuk. Lalalala. So, machen wir wieder Schachbrettenmuster hier. Also wenn man ein großes Feld mit derselben Farbe hat, ist Schachbrettmuster immer das Beste, um schneller voranzukommen und ein bisschen Spaß dabei zu haben. Ihr seid ja hier am Schäkern, du, da ist ja der Knaller. Ja, mach das. Zieh dir schon mal gemütlich was an. Ich habe nicht umsonst meinen Schlafanzug, also meine Hose an. Eine gemütliche Schlafanzughose. Einfach mal bequem machen, ne? Wenn ich painte, mache ich es mir immer bequem. Wieso ich die einzeln setze? Weil ich gerade Lust dazu habe. Du stellst Fragen. Weil die mit Mehrfachsetzer nicht immer gerade werden. Das ist einfach so. Ich liebe Mehrfachsetzer, aber im Moment habe ich Lust auf einzeln setzen. Hey, es hetzt mich ja niemand beim Painten. Alles ganz entspannt. Da kann man auch mal den Einzelnen nutzen. Wir hatten nicht letzte Nacht Gewitter, wir hatten tagsüber Gewitter. Also ich hatte um... Wann war das? 6 Uhr? Abends um 6 Uhr war das Gewitter bei uns in Herne. Ja.
So, jetzt muss ich mir neue Musik raussuchen. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass der Abend so entspannt verlaufen ist. Und dann wie gehabt Montag, Mittwoch, Freitag. Ja? Mal gucken. Habe einfach momentan so Lust drauf irgendwie. Die Lust, die steigert sich. Ich setze jetzt sowieso nur noch die Steinchen, die ich im Schiffchen habe. Ich fülle da jetzt nichts mehr nach. Also ist nicht mehr viel. Sind es nur noch die Steinchen hier? Oh, das war das Ferkel hinter mir. Ich war es nicht. So. Eine Reihe mache ich noch. Oh, Steine. So. Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ich nehme jetzt den Vierfachsitz. Ihr Steinchen könnt mich mal. Komm her. So. Seht ihr, mit Vierersetzer ist das nämlich das Problem. Manchmal liegt ein Stein nicht richtig im Stift drin. Und dann liegt der auch hier schief. So. Dann haben Weißt du, die letzten Steine und sie machen Mucken. Das ist. So, jetzt geht's. So. Wir machen gleich Party. So. Haben wir den Abschnitt hier echt geschafft heute? Ich werde ne mehr. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Werde ich nicht. Komm ich nicht mit klar, du. Da rolle ich jetzt gleich nochmal drüber, mach die Lampe aus, die da drunter ist, und zeige euch das Ganze. So. Dann die, die sich angehoben haben, weil ich sie zu eng gelegt habe, nochmal reindrücken. So. Die letzten drei Steinchen für heute bei mir. Und dann bereite ich den Host vor. Ich mache ihm das Licht aus bei dem Bild. So. Seht ihr das? Ist ein bisschen schief, glaube ich. Nee, ist gut, ist super. So, wir haben eine Menge geschafft heute. Ich werde verrückt. Das ist ja der Hammer. Wie gesagt, ich danke euch allen, dass ihr hier bei mir wart heute. Für die ganzen Bits, die ihr mir gespendet habt, ich bin da echt dankbar für, ihr seid so unheimlich toll. Für die ganze gute Laune und die gute Stimmung und eure entspannte Anwesenheit hier heute. So. Bis gleich!